Ich sollte mir mal die Hornhaut von der Füße rubbeln. Das heißt, mit den Füßen die Kamera machen, geht echt immer schwerer. Ja gut. Entschuldigung. Qualitätscontent lässt grüßen. Meine Fünfer beisammen. Naja, fünf springen ab, 10 springen auf, 20 gehen davon, einer war irgendwo, ist irgendwo im Graben gewesen und drei waren betrunken. Also, im Schnitt läuft alles gut. Ich bin schlechte Mathe. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele jetzt am Ende bleiben. Nun gut. Ja. Nachdem wir uns jetzt alles geklärt haben, hi und herzlich willkommen zu meinem Ey, dass ich überhaupt drei Sätze hintereinander zusammenbekomme, ist gerade verwunderlich. Ja. Also. Ich werde jetzt unauffällig mein Kaugummi aus dem Mund kurz nehmen. Das Video ist doch noch schrecklich. Also, jetzt haben wir. So. Aber nur langsam. Also, ich muss zugeben, bei mir läuft es gerade gar nicht gut. Bei uns zu Hause ist gerade, es ist schwer. Es ist richtig schwer. Oh, so schrecklich. Damit war es so hyänisch, das ist nie passiert. Also, weißt du, dieses Hyänenlachen, das ist schwer. Das wird man jetzt nicht glauben, aber. Ist jetzt gerade erst der lachende Moment seit Wochen, das wird mir keiner glauben, was ist wahr. Also, fangen wir nochmal von vorne an, hoffen, dass wir jetzt auf. Kontinence. Ernsthaftigkeit. Oh. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, am Anfang war ich wahrscheinlich irgendwann mal eine Einzelne. Nein, Scherz, es tut mir leid, aber die Vorlage, die musste ich kurz mitnehmen. Lachen können. Kein anderer weiß, wie scheiße es gerade eigentlich ist. Also, versuchen wir 100 gefühlt. Wir verlieren unser Dach über dem Kopf. So, sagen wir es doch kurz, knapp, bündig, fangen wir an. Hat man verstanden. Ja, also, bei uns ist es gerade so. Wir wohnen praktisch seitdem die Dinosaurier waren in diesem Haus hier. Und lustigerweise, an dieser Stelle, wo ich hier stand, bin ich vor Jahren mal trotzig gestanden und habe mal einen Gang gepinkelt. Aber das ist eine Geschichte, es ist so, es ist hier alles voll mit Erinnerungen und Erlebnissen. Und wenn man jetzt da lang geht, zwei Schritte, dann ist das die Stelle, wo ich meine Schwester aus Versehen mit einem Dönerbrot gekübelt und hier an dieser Ecke hier hat mein erster Hase die Wand zerkaut und da, an der Ecke, da habe ich mir voll fies meinen Kopf angehauen, wenn ich so ein Stöpfke noch war und ja, und wow. Boah.
Und da hinten hängt mein Panda, den mein anderer Hase angefressen hat, wo ich dreimal gekreischt habe. Nein, lass es, aber er es nicht aufhören wollte, weil es so lecker war. Und ja. Und diese ganzen Erinnerungen und alles wird jetzt einfach verkauft. Nur aus Angst vor möglichen Kosten, die kommen könnten. Es ist ja noch nicht mal so, dass es feststeht, dass das Haus zerfallen wird, sondern ey, wer weiß, wenn irgendwie was wäre, könnte sein, dass dieses Haus noch 300 Jahre steht. Vielleicht wird es wie die chinesischen tausendjährige Eier und steht noch 1000 Jahre, aber und funktioniert und läuft und läuft und läuft so. Aber meine Großmutter, mein Großvater, meine Tante, meine Tante, nun war nochmal dieselbe, ist immer dieselbe, mein Onkel, wollen jetzt das Haus verkaufen, weil sie Angst davor haben, dass die Kosten, weil sie nichts mehr in das Haus investieren wollen. Sie wollen nichts mehr in mein Zuhause investieren, um es mal für mich persönlich so zu formulieren. Ihnen ist lieber, dass alle Erinnerungen kaputt gehen und zerstört werden und ein Haus abgerissen wird, in dem schon unsere Urgroßeltern gelebt haben, als was zu investieren. Alter, ist das schäbig. Nicht so. Aber ich will was sagen. Ich will wirklich gerade was sagen. Aber ich will nicht bösartig sein und ich will nicht gemein sein. Aber hat man nichts Recht, bösartig und gemein zu sein, wenn jemand einem wortwörtlich die Heimat unterm Arsch vorwegnimmt? Hat man dann nicht eigentlich das Recht, nochmal fies sein zu dürfen und zu sagen und zu zornen? Und vor allem, wenn es dieselbe Terrorbitch ist, die einem vor Jahren schon mal einen Gutachter auf den Hals gehetzt hat, nur weil sie wissen wollte, was man für dieses Haus bekommen könnte, weil sie schon seit Anbeginn der Zeit eigentlich nichts von diesem Haus wollte. Ich meine, wenn jemand schon ein Gutachten erstellt, dann macht er das nicht nur, weil er es schön findet, sondern dann ist es schon so, dass er sich überlegt, das Haus zu verkaufen. Dann ist es nicht so, dass es eine spontane Entscheidung ist, sondern dann war es eigentlich praktisch schon am Tag des. Ich wette, mein Onkel war noch nicht mal kalt, als sie dann schon überlegt hat, dieses Haus zu verkaufen. Ja. Und diese ganzen Vorwände nach dem Motto, ich bin nur so beleidigt und so weiter und ich will ja bloß auch irgendwie einbezogen zu werden. Ach, Pustekuchen, der ging es nie ums einbezogen werden, die wollte von Anfang an das hier nicht. Weil sie eine olle, blöde Tante ist. Eine doofe Trulla. Und sie meine Heimat verkauft, einfach so. Und egal, wo wir hinziehen, es wird nie dasselbe sein wie hier. Weil es ist nicht zu Hause. Das hier ist zu Hause nun mal. Und das Schlimmste ist, jetzt müssen wir ein Haus suchen, irgendein Haus, weil wir ja auch ein Dach über dem Kopf brauchen. Und verdammte Scheiße, noch eins, es gibt auf dieser Welt gefühlt keine Häuser. Ich meine, ist es so schwer, was wir wollen? Wir wollen doch nur ein Haus mit wenn Möglichkeit, eine Küche, eine Wohnzimmer, vielleicht, mein Gott, Esszimmer und Küche können unseretwegen sogar, wir können den kleinsten Kapuff das zusammen haben und noch ein Schlafzimmer unten und ein Klo unten. Und dann oben vielleicht nochmal zwei oder drei Zimmer und nochmal ein Bad. Aber würde man glauben, dass es sowas gibt? Und dann kommen all die ganzen Leute und haben diese tollen, klugen Tipps. Ich meine, meine Mutter fragt Bekannte nach einer Nummer, weil es ein Haus gibt, an dem man interessiert ist. Und was sagt die Tante? Ja, das Haus kommt nicht in Frage, weil das ist so winzig und es hat nur Einbauschränke überall. Da ist kein Platz und überhaupt das Klo ist im oberen Stock, ist im unteren Stockwerk und nicht oben. Und man will doch nachts nicht aufs Klo nach unten latschen wollen. Doch, will man! Hat sie zu entscheiden, was wir wollen? Wow. Hat sich ganz schön was angestaut. Also, und das Schlimmste ist,
Ich kann weder sagen, wann das Haus verkauft wird. Es wird einem so auf dem Tablett gesagt, wir verkaufen jetzt euer Zuhause. Aber ey, es kann jetzt zwischen, es ist in einem Monat sein oder es dauert noch 6 Jahre, aber hey, macht euch nichts draus. Wir schaffen das. Und dann kommt dieses Pseudo-Interessierte nach dem Motto, habt ihr denn schon was? Oder vor Jahren schon, so diese Fragen, sucht ihr denn, was sucht ihr denn? Aber als ob die dann, es ist ja so, dass die nicht mal suchen helfen. Ich meine, mal ganz ehrlich, dafür, dass sie uns das Haus unterm Arsch wegverkaufen, das meine Mutter mehr oder weniger, meine Mutter am Laufen gehalten hat. Ist jetzt nicht so, dass meine Tante oder mein Onkel aus Berlin irgendwie mal was gemacht hätten da, sondern nein, es war meine Mom, die ihren Arsch da wortwörtlich Tag für Tag dafür eingesetzt hat. Und meine Mom ist die, die sich mit den ganzen zickigen Mieterinnen und so weiter auseinandergesetzt hat. Ey, wenn die Kloschüssel übergelaufen ist, war nicht meine Tante, nicht mein Onkel da mit dem Plümpel. Nee, dann war es Mutti. Naja, aber erst seit ein paar Jahren, Oma. Du hast da auch viel, du hast viel. Ja, meine Großmutter, meine Mutter. Wenn für den Handwerker Tür aufgemacht werden musste und erklärt werden musste, was Sache ist. Und alles. Und jetzt sind da die zwei, die gefühlt jahrzehntelang nichts gemacht haben und entscheiden einfach, jetzt wird es Zeit, das muss verkaufen. C'est la vie, adieu, bon voyage, voll für den Arsch. Weißt du, was das Schlimme ist? Sich Luft machen hilft wirklich, aber und es wahrscheinlich dann, ich werde es auch wahrscheinlich hochladen, aber es ist auch, aber am Ende des Tages könnte es zu riesen Ärger führen, weil jeder das Gefühl hat, ich greife die anderen an, nach dem Motto, wie kann sie es wagen und das ist ja voll beleidigend und wir haben so und das und das und das und das gemacht und überhaupt und sie hat ja keine Ahnung, aber dass sie mir damit das Herz brechen, das ist egal. Weil, was heißt schon, dass ich mein Zuhause ist? Hey, zu Hause zählt ja nichts. Hey, es kostet uns ja Geld. Es ist immer nur das schnöde Geld. Es geht gar nicht mehr ums. Es geht um nichts mehr. Nur noch ums schnöde Geld, ums um die Einnahmen, um die Kosten, um den Aufwand, um hey, hey, es könnte ja sein, dass das Stromnetz in 2 Jahren zusammenkracht. Da muss man das Haus renovieren. Und es ist ja ein endloses Loch, aber es ist nicht nur ein endloses Loch an Kosten, es ist eben auch ein endloses Loch mit Erinnerungen. Ich meine, meine Uroma ist in diesem Haus gestorben. Jetzt liegt gerade das Bild zum Beispiel. Mein Uropa auch. Mein Onkel ist hier gezeugt worden. So wie meine Tanten. Meine Mutter auch. Hier ist der erste Ort, an dem ich jemals mich sicher gefühlt habe. Hier sind wir zu einer Familie zusammengewachsen. Wir haben hier im mittleren Stockwerk zusammen jeden Tag zum Mittag gegessen, als meine Großeltern noch hier gewohnt haben. Und das alles einfach bloß wegen Geld wegzuschmeißen. Ich weiß. Also. In solchen Momenten wünschte ich mir, ich hätte die finanziellen Möglichkeiten, um einfach nur das Haus zu kaufen und dann zu sagen, gut, dann reißen wir es ab, bauen es nochmal komplett neu auf, aber also es ist genau dasselbe Haus, ist bloß eben neu gebaut, mit neueren Standards und allem. Und dann hätte man zumindest, es wäre zwar nicht mehr das genau selbe Haus, aber es wäre immer noch unser Haus. Klingt das komisch? Und jetzt sind wir in der beschissenen Situation, dass wir ein Haus suchen und nichts finden, gefühlt. Und ich in meinem verzweifelten Suche nach irgendwie Kontrolle gerade das Bedürfnis habe, einfach nur alles schon zusammenzupacken. Ich würde am liebsten einfach nur noch unsere Wohnung vollstellen mit Kartons und allem, wo ich alles schon reinstecke, nach dem Motto, wenn wir dann umziehen, dann ist wenigstens bloß noch 5-mal greifen. Aber das Ding ist, es ist ja nicht mal so, dass wir irgendwie umziehen im Sinne von, wir ziehen jetzt um und dann sind wir da bis ans Ende aller Tage. Nein, weil irgendwann in entfernter Zukunft, ich hoffe,
Ich klopfe auf unsere kaputten Wände, dass es lange dauert, aber ziehen wir dann ins Haus, wo meine Großeltern im Moment drin wohnen. Und egal wie, es ist immer dieser bescheuerte Zwischenschritt. Das heißt, ich packe im Prinzip mein Zeug zusammen, um in ein Haus zu ziehen, das dann nicht mehr ist als ein Haus, aber kein Zuhause. Weil wenn ich mich dann dort zu heimelig fühle, dann bringt es auch nichts, weil dann irgendwann ziehen wir dann wieder um. Und es kommt mir alles einfach nur gerade vor wie eine kosmische Bestrafung. Ich weiß, es ist dramatisch. Ich weiß, es ist gerade total übertrieben. Und in Afrika verhungern die Kinder. Ich weiß. Aber im Moment habe ich so das Gefühl, dass einfach alles um mich herum zerbröckelt. Alles, was mir wichtig ist und alles, was mir Sicherheit gegeben hat. Und ich rede mit meiner Mom drüber, ich rede mit Babette drüber. Ich würde auch gerne mehr mit meiner Großmutter drüber reden, aber ich will ja auch kein schlechtes Gewissen machen nach dem Motto, ihr verkauft unser Haus und das ist total scheiße. Und bei Gott, ich bin auf meine Großeltern am allerwenigsten sauer diesbezüglich. Da bin ich gerade auf meine Tante, meinen Onkel Fieshaucher. Aber wahrscheinlich bin ich auch nur auf die saurer, weil es einfacher ist, auf jemanden sauer zu sein, den man seltener sieht und der einem nicht so essentiell alltagswichtig ist, als auf die Leute sauer zu sein, die einem mehr oder weniger, ja, jeden Tag mit einem zu tun haben. Schon komisch. Ich meine, egal was für Mist in meinem Leben bisher gelaufen ist, ich wusste immer, ich kann irgendwann nach Hause kommen und bin dann zu Hause. Aber ob ich dieses Gefühl jemals jetzt wieder irgendwo aufbauen kann, weil ich meine, 25 Jahre ist schon eine lange Zeit. Ich bin ein altes Eisen. Das ist der Mist, der gerade bei uns so los ist. Was bei euch los? Das könnte man jetzt so. Und weißt du, dass ich am Heulen immer voll hasse? Dass einem dann mal ja da auch die Nase läuft. Ey, also wenn ich eine Sache auf der Welt abschaffen könnte, dann wäre es das. Weil es so anstrengend. Dann muss man nur darauf achten, dass man, wenn man vor allem vor einer Kamera heult, dass man sich die Nase mal abputzt. Aber dann wird man voll perkelig, weil man es mit den Händen macht, aber kein Tuch hat. Ja, genau, und der da ist noch schlimmer. Oh Mann. Naja, ich werde euch im nächsten Video dann erzählen, was jetzt so meine nächsten Schritte sind und was ich jetzt erstmal zu tun gedenke. Und ja, dann sehen wir uns dann. Weißt du, was voll witzig ist? Eigentlich ist es nicht witzig, aber bis das Video rauskommt, weißt du geil, was bis dahin ist. Hey. Es müsste ungefähr 3 Wochen sein. So rein vom Rechnerischen. Mathe war noch nie meine Stärke. Naja, also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr, wie es macht. Ist mir egal, schreibt mir irgendwas. Am Ende des Tages schreibt eh meistens keiner. Also, dieser Aufruf ist eigentlich echt immer bloß so. Weil ich hoffe, dass irgendjemand mal was schreibt, damit ich mehr erfahre über die Leute, die mich anschauen. Weil ihr erfahrt gefühlt ja alles. Ihr habt jetzt gerade meinen Wutausbruch miterlebt, meinen Frustausbruch und mein Geheule. Mann, ich bin gerade sowas von nah am Wasser gebaut, wenn man so will. Eigentlich ja nicht, das Haus ist schreller, obwohl Sumpf ist eigentlich ja auch Wasser. Ey. Die Ausrede ist dann auch weg. Ich kann nie wieder sagen, ich bin nah am Wasser gebaut. Ja, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.redebad.outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und ich hocke mich jetzt irgendwo wieder depressiv in die Ecke. Wir sehen uns bis dann. Tschüss.